Also Leute, das Schuljahr ist vorbei. Ja! Yes. Schreit nicht. Ich sehe, dass sich noch nicht alle für den Ausflug zum Landhaus umgezogen haben. Frösche, wo habt ihr eure Sachen? Huch! Wir wussten nicht, dass wir heute zum Landhaus fahren. Aber wir können uns schnell zu Hause umziehen, ja. Das geht nicht. Wenn wir nach Hause gehen, gehen sie ohne uns. Die Leute, die ohne Kleidung zum Wechseln gekommen sind, wollen nicht ins Landhaus. Leider heizt die Situation nicht an. Heute ist der letzte Tag der Schule. Wir warten auf die Mädchen, sie werden ihre Sachen packen und dann gehen wir. Lehrer Mike, sind wir also auf dem Weg? Ja, wir sind bereit für die Sommerferien. Ich verstehe nicht, warum wir in dieser Hitze stehen. Nastia, ich verstehe es auch nicht. Man wird uns wahrscheinlich die Verhaltensregeln im Landhaus erklären. Seht mal, Bunnies. Warum habt ihr uns nicht gesagt, dass wir Kleidung zum Wechseln mitbringen sollten, hä? Ihr wusstet, dass wir heute zum Landhaus fahren würden. Stimmt's? Habt ihr das getan, um uns loszuwerden, hä? Frösche, wisst ihr, wir denken an die Sommerferien und nicht an euch. Das ist nicht unser Problem, dass ihr eure Kleidung vergessen habt. Räumt eure Schränke auf. Sie sind sauber. Sie sind sauber. Sie riechen nach Bonbons. Sie riechen nach Bonbons. Mädchen, gehe ich in diesem Kostüm oder brauche ich das nicht mehr? Diana, wir haben das Landhaus auf dem Bild gesehen. Und es ist nicht sehr gut. Mädels, keine Panik. Ihr habt es noch nicht live gesehen. Mädels, euch hat das Haus nicht gefallen? Was ist denn das Problem daran? Ihr könnt hierbleiben. Maskottchen, nimm auch dein Kostüm mit. Wir werden auch in den Sommerferien trainieren müssen, okay? Wir sind Cheerleader. Habt ihr das gehört? Wir werden auch in den Sommerferien trainieren. Wir sind Cheerleader-Frogs. Wann kommt der Bus endlich? Ich bin schon hungrig. Eis, mach uns ein paar Salate. Hier steht, dass der Bus in 30 Minuten kommt. Vielleicht steckt der Bus fest oder so. Ich will jetzt unbedingt ins Landhaus gehen. Leute, wir nehmen auf jeden Fall das coolste Zimmer, denn wir sind die coolsten, okay? Wir beide sind im selben Raum, aber... Er nicht. Wie meint ihr das? Ich bin ein Basketballspieler. Ich muss im selben Raum wie ihr sein. Aber du bist ein schlechter Basketballspieler. Wenn du bei uns sein willst, dann musst du alles tun, was wir sagen, okay? Patrick, nimm einen Finger. Okay, den hier. Okay, wir werden uns mit unseren Mädchen versöhnen. Und warum glaubst du das? Wenn du diesen Finger genommen hättest, dann hätten wir keinen Frieden geschlossen. Aber du hast diesen genommen, also schließen wir Frieden. Cool, ich habe den richtigen Finger gewählt. Wir werden Frieden schließen, Frieden schließen. Hey, warum schreit ihr denn so? Und geht ihr überhaupt mit bei uns? Ja, das kann ja was werden mit dem Geschrei da. Ja, wir gehen. Heute werden wir mit unseren Mädchen Frieden schließen. Ja, wir werden viel Spaß im Landhaus haben. Habt ihr das gehört? Sie werden Spaß haben. Und wir auch. Also hier ist es wirklich cool. Die Vögel singen, der Himmel ist blau. Aber was werden wir hier tun? Ich hoffe, wir sterben nicht vor Langeweile. Oh Mann. Baby, du brauchst dir keine Sorgen machen. Hier bei mir wird's dir nicht langweilig. Erstmal, mit deinem Gips wird mir bestimmt nicht langweilig. Hier, deine Tasche. Ich möchte so schnell wie möglich ins Haus gehen. Ich frage mich, ob wir getrennte Zimmer bekommen werden. Wir werden zustimmen. Ja, wahrscheinlich, ob wir getrennte Zimmer bekommen werden. Also Leute, willkommen in unserem Landhaus. Wisst ihr noch, worauf wir uns geeinigt haben? Worüber? Über Partys? Leute, wir sind hier, um uns zu entspannen. Macht eine Pause vom Lernen und der Geräte. Lehrer Mike hat euch gewarnt, dass ihr eure Handys abgeben müsst. Also her damit. Also werden alle Geräte bei mir abgegeben. Was? Wie soll ich auf dem Laufenden bleiben? Ja, stimmt. Ich brauche einen Wecker. Smile. Mein Vater wird sehr besorgt sein, wenn ich ihn nicht anrufe. Meine Oma wird das nicht überleben, wenn ich sie nicht anrufe. Ich habe zwei Handys mitgenommen. Ich bin nicht so dumm wie ihr. Was? Die Telefone rausgeben? Hört mal, was macht ihr eigentlich für ein Theater? Hinter euch steht doch eine Telefonzelle, falls jemand mal telefonieren muss. Eine Telefonzelle? Was meinst du? Toll, wir sind im letzten Jahrhundert angekommen. Mädels, bitte haltet die Ordnung ein. Ich werde einen Dienstplan später aufstellen. Cool, wir werden hier Lieder singen. Juhu. Und ich mag es drin mehr als draußen. Ich habe die Nase voll von Moskitos. Hier ist es wirklich cool. Wir haben bereits ein Zimmer für uns ausgewählt. Oh, diese Frösche sind schon müde. Sie wollen das größte Zimmer für sich wählen. Frösche, das ist das Wohnzimmer. Lass uns weitergehen. Ich möchte auf dem Bett landen und meine Beine entspannen. Gigi, beruhige dich. Wir richten uns gerade ein. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe Hunger. Hier, Mädchen. In der Küche werden wir frühstücken und abwaschen. Hier gibt es keine Haushälterin. Cool. Der Urlaub beginnt mit den schönsten Dingen. Super. Also, Mädels, die Bunnies werden hier wohnen. Wow! Mädels, wir haben das größte Zimmer. Wow! Natürlich ist es das, denn ich werde auch in diesem Zimmer leben. Ich und ich. Wie? Nein, das Leben mit Ratten ist kein Leben. Was für ein Urlaub. Verdammt, können wir mit den Frogs tauschen? Geschieht euch recht. Bunnies, macht euch keine Sorgen. Hinter euch ist ein weiteres Zimmer, auch mit uns geteilt. Das wird super. Frösche, zerstreut euch.
Nun, zumindest werden wir irgendwo unsere eigene Ecke haben. Diana, hast du nicht gehört? Wir werden dieses Zimmer auch mit den teilen. Das wird lustig. Nun, die Bunnies sind glücklich und zufrieden. Frösche, es ist Zeit, euch zu erfreuen. Ja! Das verstehe ich nicht. Siehst du, Layla? Und du hast gesagt, wir haben das Sagen. Basketballspieler, was macht ihr in diesem Raum? In unserem Raum, hä? Die Basketballer sind schon unterwegs. Halt! Hört zu, Ratten. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ihr habt hier nicht das Sagen. Ihr werdet nicht entscheiden, was wir hier tun. Siehst du, Layla? Wir haben nicht das Sagen? Ja, Diana? Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass ich Lehrer Max' wichtigste Helferin bin, während Coach Abby weg ist. Ich helfe ihm, hier für Ordnung zu sorgen. Hört zu, Ratten. Coach Abby ist unser Coach und sie wird uns trainieren. Wir sind hier, um uns zu entspannen, nicht um eure Anforderungen zu erfüllen. Versteht ihr das? Wir unterstützen dich, Diana. Und wir auch. Oh, wann wird denn das Café endlich eröffnet? Vielleicht morgen. Okay, Jungs, deswegen habe ich euch nicht wirklich hier versammelt. Wir haben ein Problem. Knopper und Mary sind noch nicht zurück. Diana, sag mir nicht, dass wir wieder zu diesem Haus zurückgehen. Smile, wir haben keine andere Wahl. Was ist, wenn sie in dem Haus sind und einfach nicht rausgelassen werden? Diana, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wo du willst. Mach mal halblang, verliebter Romeo. Okay, Diana, lass uns zu diesem verlassenen Haus gehen, ja? Timur, es ist nicht verlassen. Dort leben Menschen. Wir wissen nur nicht, wer. Vielleicht leben dort einfach zwei hübsche Jungs, in die sich Knopper und Mary einfach verliebt haben. Smile, sehr witzig. Okay, lass uns gehen. Wir müssen uns einen Plan ausdenken, wie wir heute Nacht aus dem Haus kommen, damit Lehrer Mike uns nicht sieht. Hallo zusammen. Knopper? Opa, die Verlorenen wurden gefunden. Wo seid ihr gewesen, Mädels? Seid ihr Mädels gesund und munter? Ich bin so froh, euch zu sehen. Und wir sind froh darüber. Und jetzt sagt mir, wo wart ihr? Ha? Wo wart ihr? Auf Shoppingtour! Wir waren 2 Tage lang einkaufen mit vielen Rabatten. Und wir haben einen ganzen Tag lang Schlange gestanden. Seht euch an, was wir gekauft haben. Wow, sie waren einkaufen und wir haben sie gesucht. Knopper, warst du also nicht in diesem Haus? In welchem Haus? Wir waren einkaufen. Wir wissen, dass wir das Falsche getan haben. Aber Diana, du hast so süß und fest geschlafen, dass wir dich nicht aufwecken wollten. Mädchen, wie konntet ihr das tun? Versteht ihr überhaupt, wie besorgt ich um euch war? Mann, das war schlimm. Übrigens haben wir einen Jungen gesehen. Wirklich sehr niedlich. Von diesem Haus aus. Ja? Wie sieht er aus? Groß? Muskulös? Hör zu, Nastja, du hast Dima als Freund. Oh, cool. Wir haben also einen jugendlichen Nachbarn. Wir sollten uns gegenseitig kennenlernen. Wer ist dafür? Alle sind dafür. Es wird cool sein und Spaß machen, wenn wir neue Freunde finden, oder? Wann werden wir uns jetzt also kennenlernen? Warum warten? Lass uns jetzt losgehen. Romeo, ganz ruhig. Beruhig dich. Leute, wir werden auf jeden Fall hingehen und die Nachbarn treffen. Aber zuerst müssen wir alles im Landhaus einrichten, okay? Wisst ihr was, Mädels? Aus irgendeinem Grund vermisse ich die Schule so sehr. Es hat so viel Spaß gemacht. Nein. Ja, und es gab keine solche Regeln wie hier. Ja, es hat Spaß gemacht in der Schule. Und wir hatten dort das Sagen. Hier haben die Ratten und Lehrer Mike das Sagen. Schlimm. Hört zu, Mädels. Lasst uns etwas ändern. Ja, wirklich. Morgen werden wir aufwachen und allen sagen, dass wir hier die Hauptperson sind. Ja, wir sind Cheerleader. Ja, und warum sollten wir uns von Layla und Jana herumkommandieren lassen? Also gut, Mädels. Ab morgen gelten unsere Regeln im Landhaus. Ja, wir haben die Verantwortung. Ja, weisen wir die Ratten in ihre Schranken. Ich bin dabei. Ja. Lass uns in diesem Haus Wärme erzeugen. Einer für alle und alle für einen. Also, hallo, Landhaus. Abby, hi, ich hab dich sehr vermisst, Abby. Toll, willst du nicht das Tor für mich öffnen? Oh ja, natürlich. Ich nehm deinen Koffer, okay? Hier, nimm schon. Abby, wie war deine Reise? Wie meine Reise war? Sehr gut. Und du willst mir nicht erzählen, wie du hier lebst? Wie ist denn dein Urlaub? Wer ist sie? Wer denn? Wer sie ist. Ich bin auch neugierig, wer sie ist. Diejenige, die mich heute angerufen hat und gesagt hat, dass sie deine Freundin ist. Abby, wie soll das... Wie soll mich meine Freundin anrufen, wenn du meine Freundin bist? Warte doch mal! Warte, Abby! Wenn ich sie hier finde, rupfe ich ihr alle Federn aus. Abby, wer? Wir haben hier niemanden mit Federn. Wie toll du dich verstellen kannst, Mike! Verdammt, Smile, ich habe Angst. Ich spüre, dass sie gleich hier reinkommt. Diana, sie wird nicht reinkommen. Sie wird sich nach der Reise ausruhen. Vielleicht sollten wir so tun, als würden wir schlafen. Sie würde uns nicht aufwecken. Ja, sie weckt uns nicht auf. Mädchen, wovor habt ihr Angst? Habt ihr irgendwas getan? Habt keine Angst, Mädchen. Ich kann die Tür zuhalten, damit niemand hier reinkommt. Jungs, ihr versteht nicht, was wir getan haben. Wir haben heute Coach Abby angerufen und gesagt, dass Lehrer Mike eine andere Freundin hat. Wir wollten sie nur veräppeln. Oha, das hättet ihr nicht tun sollen.
Ich weiß, aber wir wussten nicht, dass sie heute ins Landhaus kommen würde. Sie wird aber nicht wissen, dass ihr es wart. Jeder könnte anrufen, oder? Sie wird wissen, dass wir von der Telefonzelle aus angerufen haben. Und von der Telefonzelle aus riefen nur wir an. Abby, hier ist das Mädchenzimmer. Soll ich mitgehen? Nein, ich komme alleine zurecht. Mädels, bleibt tapfer. Wer ist da? Wir gehen besser. Knopa, alles wird gut. Ich drück dir die Daumen, ja? Basketballspieler, stopp! Also, Cheerleader, habt ihr mich vermisst? Ja! Sehr stark! Vermisst? Und wo ist mein Lied? Hallo, Trainerin Abby! Wir haben dich vermisst! Wir sind so froh, sie zu sehen! Mädchen, steht auf! Coach Abby, wir sind froh, sie zu sehen! Sehr glücklich! Wir hatten jeden Tag trainiert! Wir zeigen Ihnen morgen unsere Ergebnisse, okay? Oh, meine Mädchen! Gut gemacht! Ich kann bestätigen, dass die Mädchen wie Bienen gearbeitet haben! Wie Wespen, wie Hummeln. Coach Abby, wir haben hart gearbeitet. Ich war wie eine Wespe. Und wir wie bescheidene Hummeln. Mädels, Hummeln sind Stubenhocker. Was wollt ihr sagen? Romeo hat das gesagt. Oh, meine Wespen, Bienen und Hummeln. Und jetzt sagt mir, wer hat mich heute von der Telefonzelle aus angerufen? Oh. Wer hat das getan? Und wer hat beschlossen, bei mich zu lachen? Wer ist die Freundin von Lehrer Mike? Ich habe nicht sie, sondern meinen Ex angerufen. Ich werde es nicht wieder tun. Coach Abby, ich habe sie angerufen. Tut mir leid. Ich werde es nicht wieder tun. Es ist gut, Diana, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich wusste, dass du es warst. 200 Liegestütze vor dem Schlafen. Oh. Coach Abby, ich bin doch kein Junge. Das ist eine harte Strafe. Selbst Basketballspieler schaffen nicht so viele Liegestütze. Diana, du hast es vermasselt. Du solltest die Verantwortung dafür übernehmen. Ich gehe duschen und mein Handy nimmt dich dabei auf. Lehrer Mike, glauben Sie nicht, dass jemand hier fehlt? Es scheint, dass alle hier sind. Lehrer Mike, öffnen Sie die Augen und schauen Sie genauer hin, nicht alle. Wirklich, wo sind deine Freundinnen? Smiley, ich weiß es nicht. Ich bin heute aufgewacht und es ist niemand da. Jetzt werde ich als Kapitän der Mannschaft gefordert. Frösche, seid ihr da? Wir sind da. Oh, gut, dass es bei uns keine Probleme gibt. Aber jemand anderes ist in großen Schwierigkeiten. Wow! Wie? Fantastisch! Carina, schau mal! Was zur heiligen Mutter Maria? Wie hat er das Auto hierher gebracht? Ich frag mich, wie Nastia in dem Auto mit Dima aufgetaucht ist und wo sie waren. Hallo zusammen! Haben wir das Abendessen verpasst? Wir waren gerade so viel unterwegs, dass wir das Abendessen vergessen haben. Nastia, wie konntest du mich nur so hintergehen? Du weißt, dass ich der Teamkapitän bin und für uns verantwortlich bin. Diana, was ist das Problem? Du selbst hast mich doch mit Dima zusammengebracht. Das ist es. Wir sind jetzt zusammen. Nastia, du stellst Diana eine Falle. Und übrigens, wo sind Mary und Knopper? Übrigens, Nastia, wo sind Knopper und Mary? Habt ihr in der Nacht zusammen das Haus verlassen? Mann, Baby, du hast immer Probleme wegen deiner Freundinnen. Diana, ich habe zusammen mit Dima einen Ausflug gemacht. Mary und Knopper erkundeten gerade das Gebiet. Ich weiß nicht, wo sie sind. Sie war nicht bei mir. Toll, und was soll ich jetzt Layla und Lehrer Mike sagen? Dass ich nachts tief und fest geschlafen habe und Knopper und Mary das Gebiet erkundet haben und verschwunden sind? Diana, es ist nicht deine Schuld. Mary und Knopper werden vermisst, also wird man sie finden. Kurz gesagt, Leute, ich schlage vor, dass wir alle zusammen, ich, Smile, Romeo, Nastia und Timur, Mary und Knopper suchen, wenn alle ins Bett gehen. Und vielleicht müssen wir in das unheimliche eingezäunte Haus klettern. Tja, müssen wir jetzt durch. Aber ich bin ein bisschen müde. Ihr werdet wahrscheinlich ohne mich gehen. Nein, wir gehen alle zusammen. Mit mir braucht ihr vor nichts Angst zu haben. Selbst vor diesem schrecklichen Haus nicht. Aber wenn es da Zombies gibt... Hör zu, Kleiner. Wenn du Angst hast, dann bleib doch einfach hier und bleib auf dem Töpfchen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst. Halt, Jungs. Romeo, schon gut. Du kommst mit uns. Also, heute tragen wir schwarze Kleidung, damit wir nicht gesehen werden. Und um 12 Uhr nachts gehen wir auf die Suche nach Knopper und Maria. Einverstanden? Ich habe keine schwarze Kleidung. Nastia, du wirst was finden. Ich verstehe das nicht, Bunnies. Wo wollt ihr denn hin, hä? Huh? Frösche, warum seid ihr noch wach? Wir haben uns die Zähne geputzt. Wir gehen zum Abendessen. Abendessen. Ja. Lügt nicht. Und euer Gesicht? Das ist eine Maske. Eine Feuchtigkeitsmaske für den Abend. Hört mal, Froschfresser. Wir sind euch keine Rechenschaft schuldig. Bunnies, ihr verheimlicht was. Kurz gesagt, Frösche, macht Platz. Nein. Ja. Nein. Ja. Mädchen, Sie haben was vor. Wir müssen es Lehrer Mike dringend erzählen. Sind wir Petzen? Warum Petzen?
Wir sind nur loyal gegenüber Lehrer Mike. Lehrer Mike! Hoffentlich sieht uns jemand. Leute, seid ruhig. Kommt schon. Ich glaube, alle schlafen schon. Mann, die Frösche werden uns verraten. Die Froschfresser werden petzen, aber es wird morgen sein. Wir werden Zeit haben, alles zu tun. Guten Abend, Lehrer Mike. Schade. Wohin des Weges? Habt ihr beschlossen, das Gebiet des Landhauses zu verlassen? Ihr bekommt morgen eine Strafe. Lehrer Mike, warum schlafen Sie denn nicht? Eigentlich schlafen alle normalen Menschen um diese Zeit schon. Und sie sind anscheinend nicht normal. Ja, stimmt wohl. Geht schnell rein, sonst werden euch eure Eltern morgen abholen. Ich verstehe das nicht, Mädels. Warum sind die alle hier draußen? Ich kann es kaum erwarten, zum geheimnisvollen Haus zu gehen. Ja, warum ist es für uns so attraktiv? Ja, warum ist es für uns so geheimnisvoll? Es ist nicht geheimnisvoll. Wir glauben einfach, dass es da drin gut aussehende Jungs gibt. Mädchen, aber ich will nicht in dieses Haus gehen. Maskottchen, das brauchst du nicht. Halt uns nur den Rücken frei, wenn etwas schief geht. Sag allen, dass wir trainieren, wenn sie nach uns suchen werden, okay? Deal? Okay, Mädels, aber hört zu, seid vorsichtig. Wir sind immer vorsichtig. Hallo, Haus. Wir sind wieder da. Und wir haben nur gute Absichten für dich. Sicher, wir wollen nur ins Haus eines anderen eindringen. Haus, wir sind gute Mädchen. Wir wollen in dich einziehen, wenn niemand in dir lebt. Also gut, Mädels, wer geht zuerst hinein? Ein Abzählreim wird's zeigen. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Oh mein Gott, es stellt sich heraus, dass das Haus nicht leer ist. Und dieser Typ mit der marmorierten Haut sieht gut aus. Was soll das heißen? Er ist seltsam. So ein Pech. Wir können dem Haus nicht leben. Also Mädchen, hört auf. Wir haben also bewiesen, dass das Haus nicht leer ist und ein Junge darin wohnt. Und vielleicht ist er nicht allein. Was, wenn er Freunde hat oder so? Oh mein Gott, das bedeutet, dass wir Glück haben. Wir werden hübsche Freunde haben. Naja, von wegen hübsche Jungs. Und was nun? Wir gehen doch nicht in das Haus. Mädels, wir können doch nicht mit leeren Händen kommen. Wir kommen später hierher. Aber erzählt niemandem davon, okay? Kein Wort zu den anderen. Kein Wort. Nein, ich hab verstanden. Ich werde nachmittags nicht mehr aus dem Haus gehen. Dann werde ich jetzt im Haus Basketball spielen, ja? Wow, cool. Ich muss nur noch einen Platz finden, wo ich den Ring aufhängen kann. Ja, dann spiele ich Basketball. Salina, ich hoffe, du hast dagegen nichts. Zack, ich weiß, dass du ein cooler Basketballer bist. Ich bin auch ein cooler Cheerleader. Aber gib nicht so an. Schau, wie viele Trophäen du hast. Ja, ich hab's verstanden. Ich werde also für immer ein Zombie bleiben. Oder ich infiziere jemanden und dann haben wir Freunde. Nein, denk nicht einmal daran. Wir haben bereits darüber gesprochen, okay? Zack, lass uns einen Ring an die Wand hängen. Hier. Schon gut, Mädels. Hört auf zu lachen. Warum teilen wir uns einen Kerl, den wir überhaupt nicht kennen? Eigentlich suchen wir keine festen Freunde, sondern nur Freunde. Und ich träume schon davon, dass wir in einem eigenen Haus wohnen und es uns gemütlich machen würden. Tja, so ein Pech, Mary. Wisst ihr, Mädels, wirklich, der Junge war so komisch. Habt ihr gesehen, wie er sein Gesicht verdeckt hat? Ja, und er sah irgendwie kränklich aus oder so. Sicher, du wirst auch so aussehen, wenn du nicht in die Sonne gehst. Das ist doch normal. Lustig, oder Mädels? Wo seid ihr gewesen? Wir wissen bereits über alles Bescheid. Das Maskottchen hat uns alles erzählt. Smile, was soll die ganze Aufregung? Und warum bist du gekommen, ohne anzuklopfen? Ich hab dir schon mal gesagt, dass du anklopfen musst, bevor du hier reingehst. Also wirklich. Timur, wir waren doch nur spazieren. Nach dem Training haben wir geduscht, das war's. Mary, lüg mich nicht an. Es ist mir egal, was du dort getan hast. Aber Diana? Knopa? Diana? Hey, warum sprichst du Diana an? Bleib mal ruhig, Mann. Ja, ich bin als Kumpel besorgt um sie. Hört zu, Jungs. Hört auf zu schreien. Die Mädchen und ich, wir waren nur spazieren. Wir sind zu dem fremden Haus gegangen, hin und zurück. Das war's. Alter Mann, irgendwas stimmt nicht, Mann. Ich hab dir gesagt, dass irgendwas nicht stimmt. Sie können nicht den ganzen Tag wegbleiben, okay? Es muss was passiert sein. Vielleicht wollen sie uns nicht mehr sehen oder so. Vielleicht mögen sie uns nicht mehr. Vielleicht, aber es kann auch sein, dass sie uns einfach verarscht haben oder so. Einfach benutzt. Sip, Zack, der Tee ist fertig. Danke, Salina, aber keine Zeit für Tee. Wir sind nicht in der Stimmung dazu. Warum regt ihr euch über die Cheerleader auf? Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch nicht mit ihnen anlegen. Sie sind nicht wie wir. Bitte merkt euch das endlich, Jungs. Leute. Ich glaube, wir müssen uns irgendwas überlegen, okay? Ja, wir müssen was tun. Salina. Du wolltest ein Cheerleading-Team, also bekommst du ein Cheerleading-Team. Was? Was meinst du, Sip?
Wir müssen die Frösche anstecken. Dann wirst du ein Team haben und wirst der Kapitän werden. Mir gefällt die Idee. Nein, wir sollten nicht die Frogs infizieren, sondern die Bunny Cheerleader. Dann hast du dein Team und wir haben unsere Mädchen. Das ist doch ein Plan, oder aber nicht? Aber wir dürfen doch niemanden infizieren. Das ist schon in Ordnung. Es ist hart, dass sie euch betrogen haben. Okay, wir warten bis morgen. Wenn sie nicht bis dahin auftauchen, dann ziehen wir den Plan durch. Heute wirst du die Leitung im Landhaus wählen. Und ich kann mir schon denken, wer es sein wird. Hat Lehrer Mike den Verstand verloren? Was ist, wenn er einen von denen da nimmt? Das ist doch echt nicht cool. Das wäre voll unfair. Vielleicht ja einen von uns. Also, ich sage euch jetzt, wer in diesem Monat die Verantwortlichen im Landhaus sind, okay? Es sind die Bunny Cheerleader. Wie? Tja, Teenager, wir sind jetzt die Chefs des Landhauses. Habt ihr das nicht erwartet? Tja, Pech. Ich sehe eure glücklichen Gesichter gar nicht. Von nun an läuft alles nach Bunnys Regeln. Ja, Mädels, ihr seid die Besten. Wir werden hier nicht nach den Regeln der Bunnys leben. Ja, das werden wir nicht. Ihr werdet es müssen. Müssen. Ihr werdet auf das hören, was wir euch sagen. Ihr seid in letzter Zeit ein wenig verwöhnt worden. Leute, in diesem Monat hören wir alle auf die Cheerleader-Bunnies. Sie sind meine rechte und meine linke Hand, versteht ihr? Lehrer Mike, sie haben mich verraten. Verräter, also wirklich. Nun, Nastia, kannst du mir sagen, was du vorhast? Ja, was machst du so aufgetakelt? Hast du ein Date oder so? Aber Mädchen, ihr solltet mir versprechen, dass ihr mich nicht anschreit und dass mir ausredet, wenn ich es erzähle, okay? Versprochen? Nastia, mach mir keine Angst. Ich rede dir nichts aus. Komm zur Sache, Nastia. Wie auch immer. Zack und ich haben heute Abend ein Date. Bitte schreit nicht. Was? Ja, ein Date am See. Weil eure Basketballspieler nicht ausreichen. Die sind blöd. Weißt du was, Nastia? Ich bin dagegen. Ich bin auch dagegen. Verstehst du denn nicht? Sie wollen nicht mit uns reden. Sie sind seltsam. Deshalb bin ich als Kapitän der Mannschaft dagegen. Ich verbiete dir, dich mit ihm zu verabreden. Und weißt du was, Teamkapitän? Das ist mein Privatleben. Meine Beziehung. Da hast du mir nicht reinzureden. Sorry. Ich werde hingehen. Okay, Nastia, dann geh hin. Hol sie aus dem Cheerleading raus. Das ist Verrat. Nastia, ich hoffe, du benutzt deinen Verstand und gehst nicht auf ein Date mit Zack. Mein Gehirn ist immer eingeschaltet, aber ich lasse mir nicht sagen, was ich tun soll. Echt hübsch. Zack, du wirst nirgendwo hingehen. Ich bin dagegen. Doch, das tue ich. Ich bin verliebt und du kannst mich nicht aufhalten. Wo ist denn die Verabredung? Am See? Ja, am See. Na und? Nichts. Pass auf, dass die Freundin deiner Cheerleaderin nicht von anderen Zombies infiziert wird. Du weißt, dass wir nicht die Einzigen sind, ne? Mach dir keine Sorgen, Schwester. Ich kann auf sie aufpassen. Er denkt, er sei erwachsen. Was für ein Narr er ist. Zack, du musst einfach nur selbstbewusst sein. Und dann klappt das auf jeden Fall. Und vielleicht küsst du sie. Hallo, Zack. Hallo. Weißt du was, Zack? Der Ort, den du für ein Date ausgesucht hast, ist perfekt. Das Tollste überhaupt, das ich gesehen habe. Die sind für dich. Ich danke dir. Blaue Gänseblümchen sind meine Lieblingsblumen. Ja, ich wusste, dass sie zu deinem rosa Haar passen würden. Also, Zack, wo wollen wir hingehen? Lass uns einen Spaziergang machen. Ich zeig dir einen tollen Ort. Oh, Zack. Es ist so schön hier. Hier kannst du die Enten füttern. Ganz im Ernst? Wen soll man denn sonst füttern? Ja, stimmt, Nastia, nur Enten. Zack, darf ich dich am See küssen? Ja? Wenn du willst, dann können wir das machen. Und ich werde nicht mit Marmorhaut enden. Wie du, oder? Knopper, sie sind da, sie sind da. Sie werden sich küssen. Das muss aufhören. Zack, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Nastia. Kein Kuss, kein Kuss. Sorry. Nastia, wir gehen jetzt. Zack, lass sie in Ruhe. Sie ist eine Cheerleaderin. Sie ist nicht gut für dich. Nastia, geh nach Hause. Was zum Teufel habt ihr Mädels getan? Ihr habt mein Date ruiniert. Mädels, darf ich euch was fragen? Es ist wichtig, Nastia. Willst du wieder nach Zack fragen? Wir sind deine Freundinnen und wir wollen nicht, dass du dich mit einem Zombie triffst oder irgendeinem komischen Typen. Versteh das doch. Achte auf Romeo. Er ist ein Single-Basketballspieler. Warum magst du ihn denn nicht? Der ist doch toll. Auf keinen Fall. Romeo ist leider nicht mein Typ. Mädels, bitte. Bitte. Ist doch nur eine kleine Bitte. Nastia. Okay, wenn es die letzte ist, hören wir dir jetzt zu. Mädels, lass uns zusammen zu Zack gehen. Ich werde sagen, dass zwischen uns nichts passieren kann. Denn wir haben heute eine Verabredung und ich werde dann gar nicht kommen können. Und er wird dort auf mich warten. Verdammt, Nastia, du stresst mich. Okay, Knopper. Wenn Nastia wirklich bereit ist, ihre Beziehung mit Zack zu beenden, dann gehen wir zusammen hin. Wir können Nastia nicht alleine hingehen lassen. Danke, Mädels. Ihr seid echte Freundinnen. Okay, jetzt kommen wir zum Haus des Bösen. Und Nastia wird mit Zack für immer Schluss machen, richtig, Nastia? Ja, Diana. Die Hauptsache ist, dass Salina uns nicht mit einem Besen rausschmeißt. Ja. Also, Nastia, ich klopfe an die Tür. Zack macht auf und du sagst...
Tut mir leid, Zack, aber zwischen uns kann nichts passieren. Okay, abgemacht. Und was ist, wenn Salina die Tür öffnet? Dann bitten wir sie, Zack, für ein paar Minuten rauszurufen. Ah, da sind sie wieder. Ich geh schon. Nein, Junge, ich mach auf. Salina, keine Sorge, ich krieg das schon hin. Zip, sag ihnen, sie soll nicht mehr herkommen, bitte. Salina, du bist so streng. Es wäre besser, wenn wir Freunde wären. Wohohohoho. Knopper, bleib ruhig. Das ist Zacks Bruder. Er hat mir von ihm erzählt. Und wo ist jetzt Zack? Kannst du ihn bitte rufen für mich? Der Bruder von Zack? Wer von euch ist Nastja? Ich? Darf ich kurz mit Zack sprechen? Und wer ist Diana? Das ist sie. Ich bin Diana. Hat Zack dir etwas über mich erzählt? Oder warum fragst du? Ja, genau. Und über Knopper und dich und Nastja. Echt coole Mädchen. Wisst ihr was, Leute? Wir können ganz entspannt sein. Die Mädchen lieben uns. Das Basketballteam hat sie einfach im Stich gelassen. Und bald küssen wir sie, okay? Ja, ich stimme Zip auf jeden Fall zu. Ja, wir werden sie bestimmt bald küssen. Ich glaube nicht, dass sie zustimmen werden. Denkt lieber an das Dach und nicht ans Küssen. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Es sollte ein Spiel sein. Genau, ein Spiel. Was? Der Spielautomat oder was? Wir brauchen sowas ähnliches wie Flaschendrehen. Ja, und dann werden sie uns bestimmt küssen. Sie müssen nur mitspielen. Ganz genau. Hallo Jungs, wir sind zurück. Wir hatten so ein hartes Training. Wirklich anstrengend. Zack, triffst du dich nicht mit mir? Hallo, das ist Mary, falls jemand sie nicht kennt. Oh, Mary ist zurückgekommen. Wirklich? Wir kennen uns übrigens. Ihr kennt euch? Wie meint ihr das? Ja, Mädels, wir sind uns schon irgendwie begegnet. Leute, warum sitzt ihr im Kreis? Spielt ihr etwa Flaschendrehen oder so? Nein, wir fangen gerade erst an zu spielen. Wir haben auf euch gewartet. Und wollen jetzt anfangen. Oder seid ihr etwa Feiglinge? Oh, ehrlich gesagt, Flaschendrehen ist ein veraltetes Spiel. Wir haben es so viele Male gespielt. Ja, bestimmt 20 Mal. Mädchen, seid ruhig. Das ist kein Zufall. Was ist hier eigentlich los? Mädels, wir trauen euch nicht mehr. Wir wollen heute Flaschendrehen spielen und euch küssen. Seid ihr damit einverstanden? Was meint ihr mit nicht trauen? Verdammt, Sackert, wir haben über das Küssen gesprochen. Mädels, es macht mir eigentlich nichts aus. Lasst uns spielen. Darf ich das Spiel auslassen? Mädels, entweder ihr spielt mit meinen Brüdern um einen Kuss oder ihr verschwindet. Zip. Salina sagt die Wahrheit. Entweder wir spielen oder es ist vorbei mit uns. Oh, guten Morgen, Mary. Wie gut ich geschlafen habe. Keiner hat mich heute Morgen geweckt, auch nicht Salina. Guten Morgen, Diana. Guten Morgen, Diana. Guten Morgen, Mädels. Ah! Ihr Mädels seid heute unheimlich. Ah! Was ist los? Ich glaube, die Mädchen haben herausgefunden, was sie jetzt sind. Es ist mir irgendwie peinlich, ein Mensch zu sein. Was wird Nastja zu mir sagen, wenn sie es herausfindet? Ruhig durchatmen. Die Mädchen wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Nun, warum sagen wir ihnen nicht guten Morgen? Lass uns 5 Minuten warten. Sie sollen sich an ihr neues Aussehen gewöhnen und so. Mann, was habe ich Nastja angetan? Ich wünschte, ich wäre ein Zombie geblieben. Nastja, gib mir den Spiegel. Ich werde es mir nicht einmal ansehen. Oh, oh Mädels, das ist der schlimmste Blick meines Lebens. Lass mich mal sehen. Ich bin hässlich. Mädels, es gibt einen Silberstreif am Horizont. Wenigstens sind wir jetzt wie unsere Freunde, oder? Wurde Zeit. Ja, ja. Schau dich mal im Spiegel an. Nun ja, nicht gut, aber ich bin jetzt wie Zack. Mädchen, was habt ihr nur getan? Ich sitze hier und sehe, wie eure Gesichter hässlich und blau werden. Mary, du hättest uns das gestern ausreden sollen. Ja, genau. Warum hast du uns das Flaschendrehen nicht ausgeredet? Ihr seid jetzt wie wir, okay? Niemand kann euch etwas anhaben, versteht ihr? Ja, Mädels, niemand wird euch wehtun. Wo ist Zip? Zack, warum versteckst du dein Gesicht? Hast du einen Pickel bekommen? Zip ist beim Einkaufen, er ist auf dem Weg dorthin. Ja, ich glaube, er kauft dir etwas Schönes oder so. Nastja, ich sehe heute schlecht aus, du willst mich heute nicht sehen, okay? Mann, Zack, benimm dich nicht wie ein Mädchen. Hör auf, dein Gesicht mit dem Tablett zu bedecken. Mädels, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bleiben kann. Aber ich habe es satt. Dann verschwinde von hier. Du gehörst nicht zu uns. Wenn ich will, gehe ich. Und jetzt bin ich bei meinen Freundinnen. Oh, wir müssen in den Laden gehen und uns ein neues Make-up kaufen, das zu unserer blassen Haut passt. Zack, willst du mich nicht küssen? Ich fühle mich unsicher. Lass mich nicht so stehen. Nastja, lass uns heute nicht küssen, okay? Zack, hör auf, dich hinter dem Tablett zu verstecken. Was bist du? Anders. Du bist jetzt ein Mensch. Wo ist Zip? Ich will ihn sehen. Zip geht's gut. Er ist ein Zombie, okay? Nein, Zack. Das ist nicht fair. Ich wurde ein Zombie nur für dich.
Mädels, was sollen wir jetzt machen? Das geht nicht. Nastja, mach dir keine Sorgen. Ich werde mit dir zusammen sein. Ich werde in diesem Haus leben. Ich werde dich lieben. Hohle Worte. Du wirst sehen, Nastja, er wird dich verlassen und sich in ein neues, normales Mädchen verlieben. Wie auch immer, Mädels, diese Palette mit dem Make-up hat nicht funktioniert. Meine blasse Haut wird durch keinen Ton kaschiert. Was sollen wir tun? So zum Landhaus fahren? Nein, Mädchen, es wird so viel Geschrei geben. Alle werden sich fürchten vor uns. Mädchen, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir haben heute Training. Ja, Mädels, wir haben alles vermasselt. Na gut, es ist, wie es ist. Dann lassen wir das Training halt heute ausfallen. Geht nicht anders. Cool, Mädels. Ich habe mich gerade mit euch versöhnt und ich fange gerade erst an, über das Training nachzudenken. Es tut mir leid, Mary, aber wir müssen nachdenken. Wir können halt nicht einfach reinkommen und alle schockieren. Meine Güte, Mädels. Meine Mom wird mich gleich mit FaceTime anrufen. Wie soll ich denn mit dir reden? Aber was mich am meisten überrascht hat, ist, dass Zack ein Mensch geworden ist. Zwei Tage sind die Mädchen nicht zu uns gekommen und wir Dummköpfe warten auf sie. Was ist daran so seltsam? Sie haben die Basketballspieler geküsst und schmolzen dahin. Ja, sie haben sich geküsst, aber nur um keinen Verdacht zu erregen. Sie haben auch gesagt, dass sie euch lieben und mit euch zusammen sind. Zusammen? Sie haben uns aufgegeben. Wir müssen die Situation dringend korrigieren, bevor wir die Mädchen für immer verlieren, okay? Warum stehst du dann hier und scheißt rum? Geh und korrigiere es. Geh einfach zum Landhaus und sag, hallo, ich bin hier, um die Mädchen abzuholen. Hey, drängt Sip nicht, es ist schon schwierig genug für ihn. Und was ist, wenn ich Diana einen Antrag mache? Das verstehe ich nicht. Ich werde ihr einen Antrag machen, sie wird eine von uns, ich werde ihr die Krone geben und dann kommt sie vielleicht zu mir zurück. Was? Die Krone? Du kannst ihr keine Krone geben. Das ist die Krone unserer Mutter. Oh, Sip, du meinst es ernst, oder? Ich meine es ernst. Ich werde Diana die Krone schenken und dann wird sie zustimmen, für immer bei uns zu bleiben. Also wo ist der Schlüssel? Diana, setz dich hin. Also Leute, ich möchte vor euch allen etwas ankündigen. Willst du mich etwa fragen, ob ich dich heiraten soll? Oh mein Gott, Diana, stimm nicht zu. Deine Kinder werden genauso blass sein. Hast du irgendwas dagegen? Okay, ich bin still. Sip, ich verstehe gar nichts. Okay Leute, ich will, dass Diana das Sagen hat. Sie hat das Kommando über alle Zombies, okay? Sip, was? Diana, das ist die Krone meiner Mutter. Nur die wichtigste Frau darf sie tragen. Und ich möchte, dass diese Krone dir gehört. Zack, ich will diese Krone haben. Leider gibt's keine zweite Krone. Das ist irgendwie falsch. Sip, das ist etwas sehr Persönliches. Ich kann die Krone deiner Mutter nicht annehmen. Sie ist wahrscheinlich ein Familienerbstück, richtig? Ja, aber ich will, dass du die Verantwortung übernimmst. Sind das Juwelen? Ja, natürlich. Sip, hör zu. Ich bin sehr erfreut, aber... Nein, kein Aber. Leute, ihr seht's. Diana hat jetzt das Sagen. Diana, ich möchte, dass du ein Konzert für meine Freunde gibst. Oh, ich habe Probleme. Also Leute, Smile geht heute. Smile, ich werde weinen. Okay? Kumpel, immer mit der Ruhe. Alles wird gut werden. Wir werden dich vermissen. Wir werden dich vermissen. Ist mir egal. Thomas, kaufst du mir das Puma-Armband? Bitte. Nein, weißt du, wie viel das kostet? Das ist sehr teuer. Okay. Also Leute, bestellt alles, was ihr wollt. Ich verwöhne euch heute, okay? Für mich Spaghetti Carbonara. Lehrer Mike, er meint Mojitos und Limonade. Essen auf eigene Kosten. Verstehen Sie, Lehrer Mike? Okay, dann zahle ich das selbst. Dann für mich 2 Milkshakes Eis. Smile, alles gut, wir schaffen das. Also, bestellt, was ihr wollt. 2 Bananen-Milkshakes. Was für ein Gefühl, wenn derjenige, den man hasst, das Landhaus verlässt. Oh, Bros, ich kann nicht, du fragst. Patrick, du fragst. Eine Frage. Können die Verlierer einen Milchshake auf Smiles Rechnung bekommen? Smile, kann ich einen doppelten Erdbeermilchshake bestellen? Heute könnt ihr getränketechnisch alles bestellen, was ihr wollt. Smile ist heute großherzig, weil er euch nicht mehr sehen wird. Wartet, ich verstehe das nicht. Wo ist Sip? Ich sehe ihn gar nicht hier. Nicht hier? Sip ist nicht hier. Ich sollte das von ihm geben. Leute, ist das ein Scherz? Sip, sag mir, dass du dich irgendwo auf der Toilette versteckst. Diana liest die Notiz. Hallo Diana, wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass ich schon sehr weit gegangen bin. Wo ist der hin? Lies weiter. Und du bist zu mir ins Haus gekommen. Vielleicht fühlst du dich jetzt traurig. Aber sei nicht traurig. Ich bin gegangen, damit du Zeit hast, gut nachzudenken. Brauchst du mich oder brauchst du mich nicht? Ich liebe dich, dein Sip. Nein, das ist unmöglich.
Das würde er nie tun. Jana, das ist die Wahrheit. Wir wollten es ihm ausreden. Er sagte, dass du dich entscheiden sollst. Er oder dein Basketballer. Wenn ihr weiter so schreit, dann werfe ich euch aus dem Haus. Denn wenn Salina aufwacht, dann bekommt ihr richtig Ärger. Also Leute, tschüss. Mein Taxi ist jetzt schon da. Tschüss, Mai. Tschüss, Mai. Jana ist nicht gekommen. Aha. Ich fühle mich so traurig, wenn jemand geht. Ja, das stimmt. Eigentlich habe ich kein Verhältnis zu den Basketballern. Bald werden wir aber alle dieses Landhaus verlassen, oder? Überraschung! Wir sagen nicht auf Wiedersehen, Champions! Champions kommen immer zurück! Vergiss uns nichts mal! Was? Timo, hast du das gehört? Sie sind da! Danke, Diana! Hör zu, Smile! Es ist nur ein Abschiedskuss, okay? Na komm! Timur, ich würde an deiner Stelle nicht so viel Geld für teure Geschenke ausgeben. Diana ist es wert, okay? Gib mir einfach das Geld zurück. Ich werde es, keine Sorge. Ich werde lachen, wenn Diana dich wieder ablehnt. Wenn sie Nein sagt, dann lasse ich sie einfach in Ruhe, ja? Da sind sie. Ja, ich sehe sie. Ich werde Diana ein paar Geschenke geben und sie wird ausflippen. Ich hoffe es. Oh, Mädels. Seht mal, wer da kommt. Hey, Basketballer! Hey, Basketballer! Hallo, Diana, das hier ist für dich. Oh, Timur, das ist unerwartet, danke. Oh, Mädels, seht mal, wie süß das hier ist. Oh, wie süß. Mädels, wartet, hier ist noch eine Schachtel. Da ist ein Teddybär mit einem Herz und einer Blume drin. Das ist großartig. Diana, es geht um mich und dich, also um mich und dich. Ich danke dir, Timur. Aber es tut mir leid. Ich kann es nicht annehmen. Tut mir leid. Diana, gehst du also mit mir aus oder so? Diana, los, sag ja. Knopper, tut mir leid, Timur. Nein. Ich wusste es. Was hast du gewusst? Timur, bist du wahnsinnig? Was machst du da?